Herzlich Willschauerland und ich heiße euch willkommen zurück zu Outlast 2. In der letzten Folge haben wir Lynn kurz befreit. Ich glaube, Lynn hieß sie. Und sie wurde allerdings wieder von der anderen Seite irgendwie entführt. Ein paar Leichen liegen auch noch hier rum. Das heißt, wir haben irgendwie Krieg zwischen zwei Seiten. Einmal halt diese extremen Christen oder was auch immer das ist. Wahrscheinlich darf man sie gar nicht Christen nennen. Wahrscheinlich sind sie gar nicht Christen. Aber halt irgendwie so ein Kult halt. Und dann einmal diese andere Olle mit ihrem Beil. Ich weiß gar nicht, ob das die überhaupt mit dem Beil ist, die mich da... also mit dieser Axt da, die mich da quasi kastriert hat. In der letzten Folge. Zweimal, dreimal. Und jetzt müssen wir mal gucken. Oh Gott, irgendwie ist alles total unscharf. Da hinten sind schon wieder Kreuze. Ich freue mich schon. Yeah, was haben wir denn da? Hier ist auf jeden Fall... ein bisschen Wasser. Warum? Fuck, müssen wir... Du kannst dich im Wasser verstecken, indem du dich unter die Oberfläche duckst. Okay. Können wir auch schwimmen? Wir können sogar schwimmen. Okay. Die Frage ist, wie viel Luft haben wir? Man sieht nichts, das ist das Schlimme. Gehen wir mal zu den Booten hier irgendwie. Ich denke mal, er wird sich schon melden, wenn er... Ich bin nicht da. Nicht da. Nicht da. Ich dachte, ich könnte mal mich ein bisschen hier... Ich könnte mich mal ein bisschen hier umsehen in Ruhe. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Oh wow. Ich frage mich gerade, wo er hin ist. Ob wir noch irgendwas filmen können, aber ich glaube nicht. Ich versuche mal ins Land zu gehen. Gut, wir können es einschließen. Sehr gut. Okay. Mal gucken, was wir hier so haben. Hier sind auch kleine Häuser überall. Warum sind hier so viele kleine Häuser? Finden können wir hier aber, glaube ich, nichts. Okay. Okay, draußen ist keiner mehr. Okay, machen wir wieder auf. Wir gucken uns ganz langsam mal um. Wird er sich wohl wundern, dass die Tür auf einmal auf ist? Frage ich mich gerade. Scheiße, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Ach du fuck! Ach du Scheiße! Scheiße, Scheiße! Oh nein! Okay, okay, es ist gut. Ah, ich wollte mich eigentlich noch unter Bett verstecken. Ich wollte mich noch unter Bett verstecken. Toll, die Folge fängt direkt mit dem Tod an. Wer mag das nicht? Ich sehe schon, das jetzt wahrscheinlich... Ach komm, wir versuchen es einfach nochmal. Okay, gut, aufpassen. Ich frage mich, ob das so ein bisschen random ist, wie der hier umherschaut. Ein Glück ist unsere Kamera wasserdicht. Das größte Glück auf Erden ist eine wasserdichte Kamera. Geh doch mal weiter, ey. Ich will da hinten noch in den Raum. Da gibt es bestimmt Batteries. I came here for the batteries. Wollen deinen Willen nicht verspotten. Ja, komm hier hoch. Hier hoch. Dass die alle Macheten haben. Ich hätte mir ja so eine Machete gerade mitnehmen können von dem Typen. Aber nein. Was kann man ja nicht aufheben. Oder ins Wasser. Er geht durchs Wasser. Interessant. Wird er mal gucken? Da ist Licht an. Wenn dann mal nicht schon mal.
Hier ist zumindest schon mal Licht. Hier ist zumindest schon mal Licht. Okay, ich wollte das nur mal eben testen, wie das aussieht hier mit dem, wie kannst du das Fenster öffnen? Wie es hier aussieht mit dem unter das Bett kriechen. Nein, ich wollte da raus. Definitiv da raus. Muss hingucken. Dass hier keiner da ist. Schade, hintenrum können wir nicht gehen. Wir gehen mal Haus für Haus. Gehen mal Haus für Haus durch. Hier sind wir relativ sicher. Okay, er kommt näher. Ich hoffe, es ist nur einer. Geht wieder weg. What the fuck? What the hell? Das habe ich mir auch gedacht. Dreaming. Or out of my fucking mind. Lösen diese Truta mit dem Licht. Na, ihr wisst schon. Lösen die vielleicht Halluzinationen aus oder so? Der gute Videotech-Spattlin-Fernseher. Okay, wir sind wieder in der Schule. Das, ich ahne irgendwie nichts Gutes, denn... Denn... Die Schule war auch ein Teil der Demo und ich glaube... Musikunterricht. Und ich glaube... Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Warte mal, können wir da auch raus? Können wir nicht raus. Im Schrank kann ich mich auch nicht verstecken. Okay, wir müssen den Weg gehen. Okay, das I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. Jessica? I remember this. Er kann sich daran erinnern? Die Frage ist, ob ich das... Ich kann es mir nicht angucken. Ich kann es mir nicht... How the fuck do I get out of here? Aufnahme ansehen. Jessicas Abschiedsbrief. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Okay. Vielleicht ist es doch nicht real. Vielleicht ist es doch nicht real. Katholische Schule, der Weg zum Erfolg. Oh ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ein Bild. Jessica und Lynn. Jessica und Lynn, sag ich doch. When we were... Damals als wir. Oh fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Okay, vierte Klasse. Also, dann waren wir das wirklich. Und Jessica und Lynn... waren anscheinend befreundet. Wir waren alle drei befreundet. Okay, soweit habe ich das schon mal verstanden. Die Frage ist, was haben wir drei miteinander zu tun? Gehen wir raus. Der ist zu. Hallo? Ist das der Gang vom Intro? Die Schule ist so gruselig. Warum sind Schulen auf einmal so gruselig? Hallo? Und da wir in der ganzen ersten Folge nicht einen einzigen Jumpscare hatten, gehe ich davon aus, dass das jetzt kommt. Oh ja! Hey, Herr Direktor! Schade.
Warum kann ich sein Gesicht nicht sehen? Verantwortungsbewusstsein. Respekt. Rücksichtnahme. Können wir in die anderen Räume rein? Yes, we can. Okay, sind hier vielleicht noch mehr? Vielleicht noch mehr Räume, wo wir rein können? Habe ich was übersehen? Ich möchte nichts übersehen. Ich möchte nicht, dass es heißt, der Schauspieler spielt schlampig. Quality Content und so. Uncut Let's Player. Da muss ich selber lachen. Okay, hier sind nur alte Monitore. So, Interaktion gedrückt halten. What the fuck? Warte mal. Ah, wir können ihn durch die Gegend schieben. Okay, ah ja, warte mal. Ist was? Ja, there is. Okay. War das alles? Oh, sieht das nice aus. Sieht das gruselig aus. Toleranz. Jesus. Oh. Es ist scheißen dunkel. Okay, wir brauchen die Batteries. Ein weiterer Klassenraum. Es ist dunkel wie in einer Kuhhaut. Ich meine in einem... Ihr wisst schon. Dunkel wie in einer Hühnerfurt. Oh! Schnee! Ich erinnere mich. Das war in der Demo auch so. Das fand ich extrem... extremst geil. Die Schule macht wirklich sehr viel her, grafisch. Und hier ist wieder der Jesus. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen. Selbstachtung. Oh fuck. Oh fuck. Das ist bestimmt nur der Hausmeister, der hier neu streichen will. Selbstdisziplin. Okay, ich gehe mich mal gehörig dann einscheißen schon mal. Nichts auf Klöchen. Okay, wir reloaden mal eben. Der Ausgang. So. Licht ein Rettungsring? Ein Rettungsring! Ist da der Hausmeister, der Empfang? Können wir hier raus? Öffnen. Ja klar, wir latschen jetzt einfach hier raus. Das wird funktionieren. Oh, es funktioniert wirklich. Oh, es ist doch zu nebelig. Es ist doch zu fucking nebelig. Wo soll ich denn hin, ey? Es ist... Oh Gott. Eine Blutspur. Hey, folgen wir der doch. Okay. Bei so einer Einladung soll ich nicht nein sagen. Wir sind wieder zurück. Vielleicht sollten wir das nächste Mal Kontaktlinsen tragen, wenn wir wieder in so einen... You're him, ain't you? The outsider. No, they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Kann ich ihm vertrauen? Who are you? My name's Ethan. But Ethan! I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been...
unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got scarred. Had to get cast out. Didn't complain when Nah pressed himself on my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. What he said my grandson, baby he put in her, was might the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Hast du's getan? Jetzt? I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Rein mit dir. Natürlich mache ich das nicht. Natürlich gucke ich mich erstmal um. Ein bisschen. Zumindest ein bisschen. Hier draußen gibt es bestimmt Batterien. Schnell, bevor dich jemand sieht. Ah, okay. Vielleicht gehe ich doch rein. Okay, im Keller ist sein Bett. Sehr toll. Sehr nett. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Typen wirklich in den Keller gehen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Deswegen gucke ich mich erstmal hier um. Ich will erstmal gucken, was du denn so isst. Ich glaube nicht, dass du das noch essen solltest. Ehrlich gesagt. Und was ist das? Was ist das? Sind wir etwa unreinlich? Kacken wir hier einfach in der Küche in einen Topf? Warum? Warum, Junge? Jetzt mal ehrlich. Du hast doch einen Kühlschrank. Stell die Sachen doch da rein, dann werden die so schnell schlecht. Was ist mit Chuck los hier? Oh, warte mal, was ist das denn? Ja, wenn hier so Kreuze hängen, frage ich mich ernsthaft, ob du vielleicht doch der Typ, nicht der bist, den du vorgibst zu sein. Aber du magst Musik, immerhin. Und futterst gerne Dosen beim hier sitzen und in die Leere starren, weil ein Fernseher hast du nicht, weil das ist wahrscheinlich verschrieben hier. Okay, ab in den Keller. Mach's gut. Ich spring rein. It's all right. You select here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Ethan's gonna treat you right. Okay. Du kannst nicht weitere Verbände nehmen. Können wir? Können wir denn? Warte mal, können wir denn? Ich kann jetzt gar nicht runter gucken. Ich wollte eben gucken, ob ich mich heilen kann. Und was es hier noch so gibt. Aber anscheinend gibt es hier nichts. Okay. Schlafen. Wer hat denn hier wohl schon alles gelegen? Okay. Versuchen wir zu schlafen ein bisschen. Ich hoffe, dass uns die Träume jetzt nicht wieder zurückholen in die Schule oder so. Speichert. Please, Blake. Where are you? I'm scared. Und diese Träume. He's coming. Gleiche Traum. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. Prophet don't need your help in finding the devil's whore and her upmate. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide.
tonight! Please just let me talk to now! No! The outsider is... His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his blood. Just let me talk to now! I can explain! God don't hear dead men. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Okay. Die ist pissed. Ich glaube, die hat ein sehr schlechtes Bild von den Männern da draußen. Rett abbrechen. Okay, dann kommen wir hier hoch. Oh Mann. Sie didn't give me up to her. Not even though she... Thank you. Danke. Oh Mann. Noch näher können wir nicht rein. Okay. Ich hoffe, sie kommt nicht wieder. That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Okay, wir müssen Lynn finden. Bei einer Kapelle. Wie konnte ich die gerade nur übersehen? Die waren gerade noch nicht da. Die hätte ich gesehen. Ich habe alles abgesucht. Die hat der Entwickler später hingetan. Oh toll. Da ist jetzt auf. Wie mich das freut. Gehen wir doch einfach weiter. Hey. Schon wieder leer hier, das scheiß Ding. Nach rechts und nach links. Ich denke mal, da sind Leute. Verstecken. Oh, es sind nur diese Dinger, die sich im Wind bewegen. Kann der Geiger mal bitte aufhören? Der stört mich gerade ein bisschen. Muss ich da rein? Muss ich da rüber? Muss ich da hinten hin? Ich will jetzt mal sagen, ich muss hierher. Können wir aber nicht hierher. Hier ist auch nicht so wirklich. Ich finde den Weg nicht. Hey! Warum liegt denn da schon wieder einer? Warum liegt hier schon wieder einer? Fisherman oder was? Komm da hoch? Ich bin hier ganz falsch, glaube ich. Ich schätze mal, ich muss durch den Fluss warten. Okay, erstmal die Batteries neu machen. Wie viele habe ich denn dort noch davon? Wie viele habe ich davon noch? The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Hier zur Kapelle, okay. Da komme ich ja nicht her? Ich kann mich sogar in dem Fass verstecken. Jetzt aber her. Und da ist auch irgendwas. Schwimmen ist anstrengend. Finden wir einen sicheren Boden, um mich zu erholen. Ja, danke schön. Ob der Boden wirklich sicher ist, das wird sich. Oh, wird sich noch zeigen. Okay, erzähl erstmal dem Fluss hier was von deiner Religion. Kein Problem. Redeem us from
Kann ich da hinten rein oder sieht die mich dann? Komm, geh wieder ins Bett, Oma. Versuch mal in die Richtung zu tauchen. Und hoffen, dass sie uns da nicht sieht. Richtung Licht. Ist weg. Hätten wir da vielleicht auch anders drüber gekonnt? Ach du Scheiße! Okay. Ach du Scheiße, das scheint hier an der Tagesordnung zu sein. Fucking Christ! Ein munteres kleines Lagerfeuer. Quasi am Lagerfeuer abhängen. Oh mein Gott. Oh, sie haben ihm den Schädel aufgestellt. Ja, es ist natürlich der Teufel. Es ist der fucking Teufel. Oh Gott. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Okay. Ist sie schwanger? Sie ist schwanger, okay. Und er? Und wahrscheinlich zwei Frauen. Oh Gott! Mach das nie wieder! Hallo? Was? Das Kornfeld. Ich ahne nichts Gutes. Oh Gott. Hier liegt auch noch einer. Hier liegt auch noch einer. Der nächste. Für den Grill. Geht, geht nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt... Denk dran, dass du mit deinem Mikrofon durch Wände hören und Geräusche folgen kannst. Nutz das Mikrofon jetzt. Scheiße, wir haben es nicht geschafft. Scheiße, wir haben es nicht geschafft. Okay, ich schätze mal. Fuck. Kommen wir da hoch irgendwie? Wir müssen noch irgendwo rein. Irgendwo. We must rise to face the least. There's no innocence among the outsiders in our midst. Give them the knife. Okay. The fist, if it's all you've got. God rejoices in the spilling of wicked blood. Fuck. Warum ist der so groß? Ich glaube, das hatten wir schon mal, dass der so groß ist. Die Frage habe ich mir schon mal gestellt. Nicht leider. Leider die Batterie wechseln. Oh Gott.
A more perfect conception. Wo können wir drüber? Oh Gott, wo muss ich denn hin? Vielleicht gar nicht böse? Warum denkt er, ich bin böse? Was soll denn der Scheiß? Nein? Oh! What the fuck? Warum? Warum? Die Pferde haben sie auch geschlachtet. Die bösen Pferde. Die bösen, bösen Satanspferde. Oh. Wir sind auf der Seite. Ah, wir sind hier. Da sollten wir vielleicht nicht hergehen. Snicky, snicky. Und hier vielleicht aufs Dach? Maybe there's a way through the barn. Vielleicht gibt es einen Weg durch die Scheune. Warum nicht? Können wir es hier aufmachen? Verstecken? Warum kann ich denn jetzt nicht aufs Dach klettern? Wir dürfen nicht durchs Dach. Die Frage ist, ob wir jetzt hierher kommen. Das ist die Scheune. Das reicht bestimmt schon. Können wir sie zumachen? Noch weiter in die Ecke? Remember how Mama used to call you her little lamb? Geh weiter. The flood will come. We'll take one lamb to destroy them. Günther, Günther. It's paradise for hope. Oh, Scheiße! Okay. Ja, du Reese. Hi. Wow, wow. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Da können wir hoch. Ach, wir müssen das da hinschieben. Jo. Au! Au! Okay. Ja, okay. Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Okay, gehen wir einfach mal hier hin.
Hier in der Ecke war ich sicher. Hier in der Ecke war ich sicher. Ich hoffe, es ist nicht random und dass es jedes Mal, dass er jedes Mal hier reinguckt oder so. Ich glaube nicht. Das kriegen wir schon hin. Er geht in eine andere Richtung. Er geht, es ist random. Ich bin nicht da. Okay, er geht raus. Und gucken nicht, dass ich dem anderen wieder in die Arme laufe. Wo ist der andere? Wir versuchen es jetzt einfach. Okay, wir sind oben. Oh Gott. Gut. Und jetzt? Jetzt kann ich ihn zumachen. Klappe. Alter. Oh. Oh, hallo. Da sitzt ja einer. Mensch! Grüß dich! Fuck! Alter, was haben sie mit dir gemacht? Bist du ein Schrein geworden? Das ist eklig. Oh, noch einer! Gott! Okay, gut verpackt ist es halt. Halb abgehakt. Oh, da geht's lang. Ja, Folge der Blutspur. Folge der Blutspur. Oh, fahr mal. Hey, Freddy. Er sieht wirklich so aus, ein bisschen. Er sieht wirklich ein bisschen so aus. Ach, hier sind überall Leute. Es scheint ein kleiner Schrein zu sein. Oh, wir haben was zu lesen. Okay, was haben wir hier? 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beuligen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Florid. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa North in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben. Wie nur ein Kind es kann, welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie. Denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viele Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie tröstend und führen. Was bedeuten diese Träume? Was bedeuten diese Träume? Mal eben da umgucken. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier durchkommen. Können wir hier überhaupt was machen? Was an der Kette machen? Ziehen! What the fuck? Frisch, ganz, ganz frisch ist er. Ganz, ganz frisch. Okay. Ich schätze, wir müssen hier Anlauf nehmen und dann darüber. Toll. Das mit den Leichenbergen liegen, das kennen wir doch. Das haben die von Outlast geklaut. Okay, aber wir sind draußen. Alter Schwede. Das sind einfach die Reste, die man nicht brauchte. Einfach die Reste, die man nicht brauchte. Ja,
Wedel, wedel. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck, habe ich mich gerade erschrocken. Jesus Maria. Da weint sie. Da weint sie einfach nur. Okay, was haben wir hier? Da ist Jesu, ich mache mich bereit. Vater North, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden. Halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt. Und bereite mich auf des Teufels Stunde. In der Gemeinde Templegate, auf dass ich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ein Gebet bei der Maria. Ein Fass Blut. Klar verstecke ich mich da drin. Warum nicht? Kommt bestimmt noch. Und der Himmel ist so schön. Jetzt mal ehrlich. Ist da hinten? Wieder so ein Ding. Schon wieder? Sind da gerade Vögel vom Himmel gefallen? Alter! Okay. Wir können das Ereignis filmen. Was sagt er dazu? A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay. Vielleicht ist der Tod der Vögel damit auch der Untergang. Hey, wieder ein Kaktus. Nicht stechen, aufpassen. Ist da etwa eine Höhle? Ich weiß nicht, ob wir in die Richtung gehen sollen oder in die Richtung. Oder ob es egal ist. Hier sieht es so aus, als ob es jetzt ziemlich Ende wäre. Oh, da steht wieder einer. Batteries! Er wollte die Batterie hier in Sicherheit bringen. Doch daraus wurde nichts mehr, Freddy. Freddy, daraus wurde nichts mehr, Herr Krüger. Okay. Einige Assets haben sie ja wiederverwendet. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Für die tolle Grafik kann man sowas mal... Hey, warte mal. Space, um zu klettern. Aha. Oho, ich verstehe. Alles klar. Warte, aber... Dann will ich erstmal da hinten gucken. Okay, ich dachte, da kommt einer. Okay, es muss einen anderen Weg geben. Das heißt, hier gibt's nichts. Oh! Ich Idiot! Ja, hätte ich eigentlich ein Achievement für kriegen müssen. Ich verdammter Idiot. Ich verdammter Idiot. Okay, nichts hier weg. Ach, da war auch noch einer. Hi! Winke, winke! Ah. Mal, können wir da was machen? Nein. Okay, eben Sättel nehmen. Zack. Dass wir den auch haben. Ja, wir haben den wahrscheinlich. Ja, komm, weg damit. Müssen wir nicht. There's gotta be a way back to the village. Ja, ja, wir müssen einen Weg zurück finden. So, Achtung, grelles Licht gleich und Vögel, die vom Himmel fallen. Gleich. Achtung, jetzt. Jetzt. Bam. Was brauchen wir nicht? What the fuck was that? Hab ich denn jetzt, hab ich eigentlich auch die Batterien behalten? Drei Batterien? There's gotta be another way. Okay, diesmal bitte nicht hier runterfallen. Wir müssen den anderen Weg nehmen diesmal. Ich muss dazu sagen, meine Facecam sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme gelingt. Okay, wo ist er hin? Da ist mein Schätzchen. Hey, Barry.
Das heißt, das ist unser Weg. Irgendwie. Gut, ab in die Richtung. Müssen wir ja ein bisschen klettern. Vielleicht müssen wir hoch zum Dorf oder so. Und überall die toten Vögel. Überall die toten Vögel. Okay, da müssen wir springen. Wow! Okay. Um über Kanten zu schauen. Drücke Q und E. Ja, da kommen wir sicherlich nicht hoch. Wo geht's denn hier weiter? Hier oben? Oh yeah! Ich krieg doch meine Höhle. Ich krieg doch meine Höhle, yeah! Hab mich schon gewundert. Oh, 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 okay, okay. Rutschparty. Gut, wir sind drin. Wir sind drin. Jetzt ist es aber wirklich dunkel hier, wie in der Hühnerfurt. Okay, da müssen wir rein. Toll. Klar, gehen wir in diese Höhle. Kriechen wir doch einfach hier durch. Auch nicht. Machen wir das Mikro an. Boah. What the fuck? What the fuck ist denn das, Alter? Was? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Wer sagte das? The church. No. Some kind of heretic temple. Ein Baby in der Hand. Ein Vogel? Mit einer Krone, mit Flügeln und einem Baby in der Hand. Warte, was? Und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie viel aus Outlast 1 ist. Wallrider zum Beispiel. Weil ganz am Anfang von Outlast 2 hat er ja gesagt, ich muss noch das Material aus dem Krankenhaus, aus dem Krankenhaus oder Heilanstalt sichten oder sowas. Hat er gesagt. Da liegt noch ein Rippchen. Wer möchte Rippchen? Das ist sogar ein Hund oder so. Kopflos sollte man dieses Abenteuer nicht machen. Okay, er hat aber einen Kopf. Aber die Battery ist mein. Brauchst du ja nicht. Okay, ich vermute, da müssen wir hinspringen. Um da wieder hinzukommen. Da unten ist fucking dunkel, da sollten wir nicht reinfallen. Besser sollten wir da nicht reinfallen. Aber wir sollten auch viel, viel Anlauf nehmen. So viel vielleicht nicht, aber wir sollten schon genug Anlauf nehmen, um dann darüber zu kommen. Wow! Was? Ne. Hätte ich da nicht hingemusst? Hätte ich da nicht hingemusst? Church. No. Some kind of heretic temple. Hätte ich da nicht hingemusst? Gibt es einen anderen Weg? Gibt es einen anderen Weg? Da muss ich einfach normal versuchen. Ah, ich kann auch hier hoch, oder? Kann ich da hoch? Da sollte ich aber auch nicht runter. Sieht nicht so gut aus. Okay, das haben wir geschafft. Wir dürfen es einfach nicht mit Anlauf machen. Ist doch logisch. Okay, alles klar. Wo sind wir hergekommen? Weiter geht's. Oh, nice. Das sieht doch einladend aus. Hi. Schön, dass ihr alle hier seid und mich so nett begrüßt. Mein Gott. Wäre nicht nötig gewesen. Geleitet mir den Weg, meine Freunde. Geleitet mir den Weg. Hier raus. Ist wie ein Geburtskanal so ein bisschen wahrscheinlich. Und ein paar Leute sind halt stecken geblieben. Okay. Krank, krank, krank. Sind bestimmt alles Sünder. No,
waste. Oh Gott. What the? War das nicht? War das nicht unsere Schulkameradin? Also irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Habe ich ihn mir ein bisschen zu hart geschlagen? Das da? Ach komm schon, nimm schon auf. Die haben sich hier aber ein ganz schön großes Ding aufgebaut. Ganz ehrlich. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling my teeth at the sound of scissors. Okay. Frage ist, wie wir jetzt da runterkommen. Rutschen wir einfach hier runter oder finden wir einen Weg? Okay, wir finden einen Weg. Muss ich da runter? Oh. Okay, das wird schon reichen. Alles klar, das wird schon reichen. Frage ist, ob wir hier jetzt so easy durchkommen. Och, eine Brücke, das ist ja lieb. Ist ja nett gemacht. Oh, da ist ein Eingang. Hier wieder die Käfige. Oh, wir sind im Haus oder so. Treppe. Oh, wieder einer. Wieder einer. Überall haben sie die hingepinnt. Ein Brief. Vielleicht hilft er uns weiter. Noch mehr tote Kinder. Noch sagt, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Kinder, sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämonen gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa North sagte auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache, lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute im Glauben vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Okay. Ich habe den Kelch gefunden. Hier liegen einfach mal noch so ein paar Knochen rum. Sid. Satanas Inimical Del. Okay, Leute. Warum ist hier so ein riesiger Scheißkopf? Was sind das für riesige Köpfe? Das ist doch nicht normal. Das ist fucking nicht normal. Müssen wir da raus? Weide.
Nachladen, okay. Ich will mich erst ein bisschen umsehen hier. Und überall die Puppen. Warum überall die Puppen? Eine Kartoffel. Ich habe eine Kartoffel gefunden. So. Einige Objekte können vor Tür und Fenster geschoben werden, um diese zu versperren. Ah. Okay. Okay. Können wir hier wieder schlafen oder so? Die Frage ist, was mache ich hier? Was mache ich hier jetzt? Muss ich vielleicht doch da raus? Sullivan. Papa, Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht. Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Teufel hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren von dir. Vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines erzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego. Verwundbar und falsch, welche Schmach. Mein Gott ist kein Gott. Aber es ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Ekstase? Schreibt man das so? Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen. Denn unsere Liebe ist größer, als du dir je vorstellen könntest. Well. Okay, scheinbar gibt es hier eine kleine Rebellion im Dorf. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier raus müssen. Denn hier ist blockiert. Unten können wir nichts mehr machen. Gucken wir mal eben, ob es einen anderen Weg gibt. Hier gibt es... Nee, da kann man nicht weiter. Gucken wir mal ganz unten. Da gab es ja auch noch die Treppe. Aber da kommen wir nicht hoch, denke ich. Nee, das ist auch zu. Okay. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt so viel gelesen haben und uns durch die Tunnel gegraben... Hallo? Gegraben haben. Gehen wir mal eben hoch. Hoch, hoch, hoch. Machen wir jetzt hier einen kurzen Break. Und in der nächsten Folge... Also morgen gehen wir dann raus und gucken, was uns da so erwartet. Ich hab schon Schiss. Ich glaube, es wird wieder eine Verfolgungsjagd. Was ich ein bisschen vermisse in dem Spiel bisher, sind so Jumpscares. Also die Atmosphäre ist eigentlich ziemlich cool und dieses Jagen und so. Aber irgendwie hätte ich jetzt ein paar mehr Jumpscares erwartet. Das war im ersten Teil irgendwie ein bisschen anders. Aber wir sind ja noch lange nicht durch. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich hoffe ihr auch und ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.